Ja, vielen herzlichen Dank, Willi. Mein Vortrag lautet ja Merkels Pakt mit Erdogan und die Folgen dieses Paktes. Und dazu möchte ich gerne anfangen mit den Fragestellungen, die viele Menschen bewegen in Deutschland. Warum hält Bundeskanzlerin Merkel, aber auch Außenminister Steinmeier so eisern fest an ihrer Premium-Partnerschaft mit dem türkischen Despoten Erdogan? Warum fällt sie einem Comedian und einem Satiriker wie Jan Böhmermann in den Rücken, als er nach allerlei Angriffen auf die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei ein Schmähgedicht auf den Präsidenten Erdogan verfasste? Warum distanziert sich die deutsche Bundesregierung von der historischen Abstimmung im Deutschen Bundestag, die nahezu einstimmig erfolgte am 2. Juni, was eigentlich ein Glanzlicht dieses Bundestages war, ein Sieg der Gerechtigkeit und auch der Aufklärung, nämlich der Resolution zum Völkermord an den Armeniern durch das Osmanische Reich mit deutscher Mitbeteiligung und Verantwortung. Also warum distanziert sich die Regierung von dieser Resolution? Warum opfert Angela Merkel nicht nur ein Verfassungsorgan wie den Deutschen Bundestag, in dem sie sich ja distanziert haben von diesem Bundestag aufgrund dieser Resolution, nicht nur von diesem Verfassungsorgan, sondern auch beispielsweise, warum distanziert sie sich und opfert sie auch das Prinzip der Parlamentsarmee? Denn nichts anderes gibt die Bundesregierung ja preis, wenn sie weiterhin Bundeswehrsoldaten in die Türkei schickt, auf den türkischen Stützpunkt in İncirlik, während Mitglieder des Deutschen Bundestages nach Grundgesetz und Parlamentsbeteiligungsgesetz zwangsläufig ein Besuchsrecht bei den Bundeswehrsoldaten haben müssten und dieses Besuchsrecht aber von der türkischen Regierung nicht erlaubt wird und verweigert wird. Warum setzen die Bundeskanzlerin und ihr Kabinett auf ein Weiter-so in den deutsch-türkischen Beziehungen, trotz Massenentlassungen, über 110.000 Menschen, die im Staatsapparat gearbeitet haben, Massenverhaftungen an die über 35.000, es steigt jeden Tag, werden es immer mehr, an die 35.000 Menschen, die verhaftet worden sind, der systematischen Folteranwendung im polizeilichen Gewahrsam wieder, trotz Verfolgung von Andersdenkenden, der Gleichschaltung der politischen Opposition, wie beispielsweise der Verhaftung von Vorsitzenden, Teilvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden der prokurdischen HDP, trotz Ausschaltung dieser Opposition und auch Schließung von Dutzenden, über 100 kritischen Andersdenkenden, Medien, Radios, TV-Stationen. Warum schweigt die Regierung auch seit über einem Jahr gegenüber dem andauernden Krieg, dem militärischen Krieg, gegen den kurdischen Teil der Bevölkerung im Südosten des Landes, die teilweise eben auch tapfer gegen die Barbaren des Islamischen Staates im Norden Syriens, aber auch eben im Irak kämpfen? Ich möchte sagen, wenn Merkel und auch Steinmeier festhalten an der Premium-Partnerschaft mit der Türkei, wenn sie Menschenrechte verraten, wenn sie auf die Demokratie pfeifen, dann nicht nur, weil sie den türkischen Präsidenten als Türsteher Europas brauchen, um die Flüchtlinge Europa vom Leib zu halten und dafür auch natürlich Geld zahlen, wie eben die 6 Milliarden, die da vereinbart worden sind. Ich sage, es geht hier um deutlich mehr als um diesen Merkel-Erdogan-Flüchtlingspakt. Die Türkei ist für Deutschland einfach zu wichtig, dass sie einfach fallen gelassen werden kann. Wie wichtig sie ist, haben einige Leute auf den Punkt gebracht, die zitiere ich auch gleich nochmal, aber meine erste These ist, dass die Türkei ist und bleibt die entscheidende geopolitische und geostrategische Plattform für eine imperialistische Politik der Bundesregierung im nahen Mittleren Osten. Das ist der Grund, warum die Bundesregierung eine Türkei ist. Sie ist praktisch ein unsinkbarer Flugzeugträger für Deutschland, für die NATO. In den Ausbau beispielsweise des Militärstützpunktes in İncirlik wird jetzt die Bundeswehr, die Bundesregierung über 68 Millionen Euro investieren. Zwar haben sie jetzt die Nachricht herausgegeben über die Bild-Zeitung,
dass die Bundeswehr sich nach Ausweichorten umsieht, in Jordanien und Zypern für den Tornado-Einsatz zumindest. Aber trotzdem glaube ich eher, dass man dort sich auf das Bleiben eingerichtet hat, zumal man eben diesen Stützpunkt ja auch massiv ausbauen möchte. Und um dies eben nicht zu gefährden, ist die Bundesregierung zu immer neuen Kniefällen bereit. Also wie die Relativierung von Bundestagsentscheidungen oder eben Parlamentsbeteiligungsgesetz einfach mal zu übergehen und dabei einfach die Abgeordneten des Bundestages so hinters Licht zu führen, dass man eine Protokollerklärung im Bundestag abgegeben hat, dass man doch bemüht ist, das Besuchsrecht der Bundestagsabgeordneten auf dem türkischen Stützpunkt bei den Bundeswehrsoldaten auch wieder möglich zu machen. Sie hätte ja auch die Alternative gehabt, die Bundeswehr einfach abzuziehen, was meiner Meinung nach die richtige Antwort gewesen wäre. Aber nicht nur die bilateralen Beziehungen sind halt wichtig zwischen Deutschland und Türkei, sondern auch diejenigen im Rahmen der NATO, des Kriegsführungsbündnisses NATO. Mit dem NATO-Einsatz jetzt, mit dem AWACS-Einsatz, was ja in Konya stationiert ist, erstreckt sich die deutsche Machtprojektion. Und so muss man das wirklich auch sagen. Weil auf dem NATO-Gipfel in Warschau war es ganz besonders Bundeskanzlerin Merkel, die das vorangetrieben hat, dass es diesen Beschluss zum AWACS-Einsatz in der Türkei gibt. Jedenfalls erstreckt sich durch diesen Einsatz auch die deutsche Machtprojektion auf ganz Syrien. Gemeinsam mit den anderen NATO-Partnern soll Russland hier ganz besonders herausgefordert werden, weil man natürlich mit diesem AWACS-Einsatz die ganze NATO auch mit in diesen Syrienkrieg jetzt auch einbezogen hat. Und einige vielleicht werden sich daran erinnern, wie das Bild ab vor der Invasion, vor dem Angriffskrieg im Irak ausgesehen hat. Wenn man sich jetzt die militärischen Aktivitäten anschaut, kann man sagen, das ist ungefähr das gleiche Bild ab für einen sehr, sehr großen Krieg in der Region. Aber es ist auch eine zivil-militärische Arbeitsteilung in Syrien, was die Türkei angeht. In Teilen Syriens beispielsweise, die von der Türkei oder eben auch von befreundeten islamistischen, dschihadistischen Terrormilizen gehalten werden, investiert Deutschland seit Jahren schon mit einem Treuhandfonds, dem Syrian Recovery Trust Fund, in die Infrastruktur zur Stabilisierung der besetzten Gebiete. Der Syria Recovery Trust Fund hatte vor allen Dingen, ist gegründet worden mit ganz besonders mit 2013 wurde das vor allen Dingen begründet auf Wunsch der Deutschen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und eingerichtet von der Deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau, die aufgetragen bekommen haben, sich für diesen Aufbau des Fonds einzusetzen, diese Aufgabe, also das umzusetzen. Und dieser Syria Recovery Trust Fund hat insgesamt 50 Projekte bisher durchgeführt und bewilligt. Und auf die Frage, in welchen Gebieten genau oder was für Projektstandorte dieses Mittel, also diese Treuhandfonds, dieser Aufbaufonds, Wiederaufbaufonds hat, wo ja deutsche Steuergelder, also eure Gelder hinfließen, sagt die Bundesregierung Folgendes: Die exakten Projektstandorte werden aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlicht. Und für die Umsetzung der Maßnahmen wurde eine intransparente Management Unit eingerichtet, die im türkischen Gaziantep. Man muss wissen, Gaziantep ist ein Grenzgebiet, was eigentlich eine Hochburg für islamistische Terrorbanden mittlerweile geworden ist. Und dort ist dieses Management Unit angesiedelt. Geber des Fonds sind eben neben den Gründern Deutschland, Vereinigte Arabische Emirate und die USA, die danach auch noch dazu kamen, inzwischen Dänemark, Finnland, Schweden, Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan, die Niederlande und Kuwait. Und das Gesamtvolumen der Einzahlungen belief sich bis Januar 2016 auf 120,4 Millionen Euro. Und für die ersten 5 Monate 2016 wurden nochmal 14 Millionen ausgegeben. Und wenn Steinmeier jetzt sagt, 5 Millionen nochmal zu Aleppo, das dient dann auch diesem Treuhandfonds, weil es letztendlich dieser Treuhandfonds ist,
der halt in diesen Gebieten Aleppo, Idlib, Hama und Dara, überall da, wo halt Terrorbanden herrschen, dort sozusagen ausgegeben wird. Auf die Frage, warum man denn beispielsweise nicht in den von Kurden befreiten Gebieten in Rojava, wenn man doch humanitär helfen möchte, weil immer, wenn wir fragen, was für Projekte werden da denn tatsächlich gemacht, also nur humanitäre oder auch zum Beispiel die Bezahlung der Gehälter der Leute da, die da in der Verwaltung sind und so, versucht man sich da herauszureden, dass das humanitäre Hilfe ist, aber auf die Forderung, dass man doch humanitär auch helfen könnte in den befreiten Gebieten der Kurden im Rojava, hüllt sich die Bundesregierung hier in Schweigen. Auf den Punkt gebracht, aber was das bedeutet, ganz besonders, warum Deutschland, die Türkei so wichtig ist für Deutschland und auch der EU, möchte ich gerne den früheren EU-Kommissar, er war mal Erweiterungskommissar, Industriekommissar, so einiges, Günter Verheugen, ein SPD-Politiker, hier zitieren. Er sagte April 2013, welche Bedeutung die Türkei für Europa habe. Auf die Frage sagte er: Die Europäische Union braucht die Türkei, wenn sie als globaler Akteur erfolgreich sein möchte. Ohne die Türkei können wir unsere Ambitionen vergessen, künftig ein globaler Akteur zu sein. Das heißt eigentlich, ohne die Türkei können wir es vergessen, Weltmacht zu sein. Und seitdem wir wissen, spätestens in den letzten Jahren, dass Deutschland die Hegemonialmacht in der Europäischen Union ist, muss man diesen Satz übersetzen. Wir brauchen die Türkei, damit Deutschland Weltmacht sein kann. Das ist die Aussage von Günter Verheugen eigentlich. Und deshalb gilt diese Maxime in Deutschland halt nicht nur seit Verheugen, sondern eigentlich schon seit Kaisers Zeiten. Und da können wir wirklich sehen, 100 Jahre sind manchmal wie ein Tag. Die heutige Türkei spielt nämlich eine ähnliche Rolle für den deutschen Imperialismus wie das Osmanische Reich, für das Deutsche Kaiserreich eben vor 100 Jahren. Und das lässt sich auch exemplarisch am Umgang mit dem Völkermord an den Armeniern sehen. Das eigentliche Ausmaß dieses Genozids sowie die Beihilfe des deutschen Militärs und auch Politiker ist in der deutschen Öffentlichkeit ja weithin eigentlich unbekannt. Und Interesse dieser mörderischen Waffenbrüderschaft zwischen dem Deutschen und auch dem Osmanischen Reich im Ersten Weltkrieg hat die deutsche Seite alles dafür getan, um den Völkermord an den Armeniern damals zu denken. Sein Name ist eben schon gefallen bei Erhard Krumme. So sagte 1915 der damalige Reichskanzler Bethmann Hollweg auf österreichische Bedenken über die Entwicklungen in damals im Osmanischen Reich Folgendes. Er sagte: Unser Ziel ist es, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Und Deutschland will die Türkei an seiner Seite halten. Gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Und dafür war Deutschland eben auch bereit, den Völkermord damals billigend in Kauf zu nehmen. Wichtig war damals, wie heute werden wir gleich sehen, die Waffenbrüderschaft mit dem Osmanischen Reich. Die Armenier sind heute nach 100 Jahren die Kurden. Die Bundeskanzlerin hält die Türkei an ihrer Seite. Gleichgültig, ob dabei die Kurden zugrunde gehen oder nicht. Und Angela Merkel ist Bethmann Hollweg unserer Tage, muss man konstatieren. Man will ja globaler Akteur und Weltmacht sein. Die Bundesregierung bekundet unumwunden ihr Verständnis für das Vorgehen Erdogans und der türkischen Regierung im Südosten des eigenen Landes. Bei der Verharmlosung des Krieges gegen die Kurden übernimmt sie auch die Diktion der türkischen Regierung und des türkischen Präsidenten, indem sie zum Beispiel von der notwendigen Bekämpfung terroristischer Gruppen sprechen. Und ungeachtet des Umbaus der Türkei in eine Diktatur,
wird beispielsweise eben auch weiter Waffen geliefert an die Türkei. Waffen geliefert, wo man sich wirklich ja, fassungslos gibt, angesichts der Zahlen, die uns jetzt nochmal vorliegen. Im ersten Halbjahr 2016, also schon ein halbes Jahr, nachdem die Friedensverhandlungen im Sommer letzten Jahres einseitig durch den Präsidenten dort aufgekündigt worden sind, es einen barbarischen Krieg im Südosten des eigenen Landes gibt, neben dem völkerrechtswidrigen Einmarsch in Syrien und auch Irak, wo auch dort die Luftwaffe alles massakriert und bombardiert, was sich dort bewegt, die anders sind halt als IS oder eben Al-Nusra-Front oder Ahrar al-Sham. Halbes Jahr danach, wenn man sich die Rüstungsexporte anschaut, den Rüstungsexportbericht, nur bei den Einzelausfuhrgenehmigungen. Am Ende des Jahres werden wir auch noch die Sammelausfuhrgenehmigungen haben und das wird natürlich nochmal zunehmen. Aber allein Januar bis Sommer 2016, im ersten Halbjahr, hat die Türkei, ist von Platz 25 der Bestimmungsländer deutscher Rüstungsexporte auf Platz 8 hochgerückt, bei Seiten dieser Bundesregierung und dem SPD-Parteivorsitzenden, die die Türkei mit einem Umfang von ungefähr 72 Millionen Euro an Waffen wieder beliefert haben und hochgerüstet haben. Waffen, von denen die Bundesregierung auf mehrmalige Anfragen der Linksfraktion gesagt hat, sie kann nicht ausschließen, nachdem im Sommer 2015 das erste deutsche Fernsehen Monitor herausgearbeitet hat, auch aufgrund von Anfragen unserer Fraktion, dass die Türkei direkt selber Waffen liefert an Terrorgruppen wie die Ahrar al-Sham oder an die Islamische Front. Die Ahrar al-Sham, die leider bisher nicht auf einer Terrorliste zum Beispiel gesetzt wurde, obwohl Russland im UN-Sicherheitsrat mehrmals diesen Antrag gestellt hat, haben die US-Amerikaner das jedes Mal abgelehnt. Die Bundesregierung beruft sich auch darauf, dass es keine Terrororganisation ist, obwohl das Staatsschutzgericht in Stuttgart jetzt im Sommer, Spätsommer ein Urteil gefasst hat, dass diese Gruppe eine terroristische Vereinigung ist und auch der Bundesgerichtshof im Mai das eine Terrororganisation eingestuft hat. Kann die Bundesregierung, nachdem sie das selbst eingestanden hat, die Berichte von nachgeordneten Behörden auch öffentlich wurden, dass die Türkei direkt an diese Gruppen, die Massaker an Minderheiten wie Drusen und Alawiten im Norden Syriens begehen, nicht ausschließen, dass diese deutschen Waffen auch weitergereicht werden an islamistische Terrorgruppen in Syrien durch die türkische Regierung. Also sie weiß, dass die türkische Regierung Terrorgruppen bewaffnet sie weiter mit deutschen Waffen, rüstet sie aus, kann nicht ausschließen, dass diese Waffen irgendwann im Norden Syriens landen, bei Terrorgruppen, beim Massaker an Christen, Alawiten oder sonst wie, und bewaffnet trotzdem die Türkei weiterhin auf diesem Weg. Also ich finde, das ist wirklich eine Schande für die deutsche Außenpolitik und ich finde, diese Waffenexporte müssen unverzüglich jetzt hier gestoppt werden. Wenn man sich nicht eben mitschuldig machen möchte an den Verbrechen der Mörderbanden dort oder auch der türkischen Regierung. Und nicht nur das, nicht nur durch Waffenexporte. Es ist auch so, dass zum Beispiel diese Bundeswehreinsätze nichts anderes sind als eine Unterstützung für die Türkei in ihrem Krieg gegen die Kurden beispielsweise oder auch der Saudis an ihrer Seite, der IS und irgendwelche anderen Mördergruppen, die gegen die Regierung, gegen die Assad-Regierung in Syrien kämpfen. So ist zum Beispiel Deutschland seit ja einem Jahr ungefähr mit dem Tornado-Einsatz in Incirlik, neben dem neuen Beschluss jetzt auch die AWACS zu machen, ist es so, dass die Türkei, dass die Tornados ja dort zur Spionage dienen. Sie nennen es Aufklärungsdaten, Aufklärungsflugzeuge, also diese Spionageflugzeuge, geben die Zieldaten für den Bombenkrieg in Syrien in eine Datenbank und diese Datenbank geht an eine Koalition der Willigen unter der Führung der USA nach Katar. Und in diese Datenbank, und das war immer unsere Sorge schon Ende letzten Jahres bei der ersten Mandatserteilung, dass diese Daten
wenn die in die Datenbank reinkommen und die Türkei hat Zugriff zu dieser Datenbank, dass diese Daten natürlich von der Türkei nicht nur im Kampf, im vermeintlichen Kampf gegen den IS verwendet werden, wenn überhaupt von der Türkei, was ich ja stark bezweifle, aber dass die vor allen Dingen auch im Kampf und im Krieg gegen die Kurden verwendet werden. Und die Bundesregierung hat immer gesagt, nein, das ist auf keinen Fall, das ist ausgeschlossen, es ist immer nur im Mandatstext steht drin, nur im Kampf gegen den Islamischen Staat. Das hat von der Leyen noch Ende letzten Jahres ganz breit, in epischer Breite im Bundestag immer wieder gegeben. Anfang des Jahres, als der Tornado-Einsatz angefangen hat, hat der Bundeswehrsprecher klar und deutlich in einer Stellungnahme gesagt, ich wüsste nicht, also von der Leyen meinte halt, dass die Daten auch ausgewertet werden und die Türkei nicht alle Daten bekommen würde, sagte der Bundeswehrsprecher, ich wüsste nicht, warum man dem NATO-Partner Türkei irgendwelche Daten vorenthalten sollte. Ja, und das hat jetzt auch der Außenminister Çavuşoğlu hat unsere Sorge und unsere Vermutung, was mit diesen Daten eigentlich passiert, jetzt indirekt eingeräumt. Beim Besuch des deutschen Außenministers vor ungefähr 3 Wochen in der Türkei hat er bei der gemeinsamen Pressekonferenz nämlich Folgendes gesagt. Er sagte, die Tornado-Jets und die Bundeswehr würden, Zitat, einen sehr großen Beitrag nicht nur im Kampf gegen den IS leisten, sondern auch bei der Bekämpfung des Terrorismus insgesamt. So, und jetzt muss man natürlich mal die Frage stellen, wer ist denn Terrorist für die türkische Regierung dort in Syrien? Die Al-Nusra-Front ist es nicht, die sind auch nicht in irgendeiner Terrorliste der Türkei, sondern es ist die YPG, die kurdischen Volksverteidigungseinheiten, die PYD, der politische Arm, die werden von der Türkei bekämpft als eine Terrororganisation, die werden bombardiert und offenbar, so sagt, räumt es zumindest der türkische Außenminister ein, wenn es schon nicht die Bundesregierung hier ehrlicherweise tut, dass diese deutschen Bundeswehrsoldaten mit ihrem Einsatz mit den Aufklärungsdaten natürlich auch im Kampf gegen die Kurden von der Türkei benutzt werden. Und das ist natürlich auch nochmal ein Skandal und zeigt, dass es hier auch eine Beihilfe zum Mord gibt vor Ort durch diesen Bundeswehreinsatz. Und es geht noch weiter. Die zweite These von mir ist, dass ein weiteres Merkmal des Imperialismus der Kapitalexport ist. Der Kapitalexport ganz besonders eben auch aus Deutschland. Und hier hat die Türkei einen wirklich extrem hohen Stellenwert für das deutsche Kapital. Und umgekehrt funktioniert die AKP-Ausplünderungspolitik, die da auch stattfindet, vor allen Dingen auch mit dem deutschen Kapital. Und deshalb wird beispielsweise jetzt, nachdem es irgendwie überhaupt nicht mehr vermittelbar ist in die Bevölkerung, also alle Umfragen seit Sommer diesen Jahres zeigen, dass es ungefähr nur noch 5% der Befragten für vertretbar halten, die deutsche Türkei-Politik in Sachen Beitrittsverhandlungen etc. pp. Nachdem die Bundesregierung das gesehen hat, dass das nicht mehr vermittelbar ist, jetzt neue Beitrittskapitel zu öffnen im Rahmen der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, ist zu übergegangen, zu sagen der Öffentlichkeit, zu einem Täuschungsmanöver meiner Meinung nach übergegangen, der Öffentlichkeit zu sagen, wir wollen erstmal keine weiteren Beitrittskapitel eröffnen mit der Türkei, aber durch die Hintertür möchten sie eine Erweiterung der Zollunion mit der Türkei und das ist genau die Forderung des türkischen Präsidenten schon seit längerem, institutionalisierte Zusammenarbeit bei der Zollunion, eine größere Rolle und natürlich Öffnung in Richtung Industriezweige, Dienstleistungssektoren und so weiter und so fort, wovon gerade die kriselnde Ökonomie in der Türkei im Moment laut Magazin Kapital zum Beispiel rund 1,5% BIP-Zuwachs erhalten würde bei einer Erweiterung der Zollunion. Und diese Achse Berlin-Ankara, diese ökonomische Achse, die ist stabil, trotz der ganzen Umbrüche und dem Umbau der Türkei in einen islamistischen Unterdrückungsstaat. Das Auswärtige Amt rügt beispielsweise auf seiner Internetseite die Sonderstellung Deutschlands im Hinblick auf die Türkei. Ich zitiere, mit einem kumulierten Investitionsvolumen von über 12 Milliarden Euro seit 1980 ist Deutschland auch der größte ausländische Investor.
Die Zahl deutscher Unternehmen bzw. türkischer Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Türkei ist inzwischen auf über 6.500 Unternehmen gestiegen. Die Betätigungsfelder reichen von der Industrieerzeugung und dem Vertrieb sämtlicher Produkte bis zu Dienstleistungsangeboten aller Art sowie der Führung von Einzel- und Großhandelsbetrieben. Und Deutschland ist, Zitat Ende, Deutschland ist zudem auch der wichtigste Handelspartner mit der Türkei. Ich zitiere, das bilaterale Handelsvolumen des bisherigen Rekordjahres von 2013 in Höhe von 33,7 Milliarden Euro wurde im Jahr 2015 noch übertroffen und betrug 36,8 Milliarden Euro. Die türkischen Exporte nach Deutschland erhöhten sich dabei im Vergleich zu 2014 um 8,4% auf 14,4 Milliarden Euro, während die Importe aus Deutschland sogar um 16% auf 22,4 Milliarden Euro anstiegen. So die Bilanz des Auswärtigen Amtes in Berlin zu den Beziehungen, ökonomischen Beziehungen zur Türkei. Und auffällig ist hier natürlich das enorme Handelsbilanzdefizit. Allein im ersten Halbjahr 2016 hatte man ein Handelsbilanzdefizit von 4 Milliarden Euro zulasten der Türkei natürlich. Also Stichwort Griechenland und die Peripherie in der EU. So sieht man das auch mit der Türkei. Und bei den deutschen Exporten lag die Türkei auf Platz 14 vor Ländern wie Korea, Russland, Japan, Saudi-Arabien oder Indien. Bei den Direktinvestitionen kommen etwa 3/4 aus den EU-Staaten und Deutschland liegt hier unangefochten an der Spitze. Die besten Handelsbeziehungen mit fast doppelt so vielen Investitionen wie die Niederlande, die auf Platz 2 sind. Also weit die Spitze. Und die USA sind dagegen zum Beispiel für nur 6% der Direktinvestitionen in der Türkei verantwortlich. Und es sind gerade wirklich, wenn man sich das mal anschaut, gerade deutsche Unternehmen, die von diesem AKP-Privatisierungsmodell profitiert haben. Zum größten Teil deutsche Unternehmen. Und was die meisten vielleicht zum Beispiel nicht wissen, der Frankfurter Flughafenkonzern Fraport war ja viel in den Medien, gerade auch im linken Bereich, nachdem Deutschland ja das Kürzungsdiktat bei Griechenland diktiert hat und dort die 14 Flughäfen, die profitablen natürlich Flughäfen, dann privatisiert werden mussten in Griechenland und Fraport den Zuschlag bekommen hat, ist die Fraport in der Türkei schon seit 2007 engagiert und betreibt mit ihrer Tochtergesellschaft, die 51% besitzt, den Flughafen in Antalya. Also das ist schon länger so beispielsweise. Und es ist auch so, dass, bei diesen Privatisierungsschüben, die gerade auch unter der Regie der AKP-Regierung erfolgt sind, um Vielfaches mehr, als es jemals zuvor, in den 16 Jahren zuvor an Privatisierungen in der Türkei gewesen wären, spielen eben auch zum Beispiel die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung eine sehr unrühmliche Rolle. Sehr unrühmliche Rolle. Es ist nicht nur die deutschen Konzerne dort und die Unterstützung mit dem politischen Rahmen für diese Handelsbeziehungen, sondern es sind wirklich auch direkte EU-Institutionen, die mit diesen Institutionen dort eben diese Ausplünderungspolitik auch betreiben. Die EBWE beispielsweise, diese Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, förderte sogar direkt türkische Privatunternehmen wie Stahlerzeuger Erdemir und viele andere. Also eine Privatisierungsstrategie flankiert mit EU-Kommission und EU-Institutionen, wie zum Beispiel eben auch diesen Banken, zum Ausverkauf des öffentlichen Eigentums in der Türkei. Das wird von Deutschland aus zum größten Teil betrieben, aber eben auch mit der EU. Und die EU finanzierte sich zudem im Hinblick eben auch auf den in Aussicht gestellten Beitritt in der Türkei in den vergangenen Jahren auch großzügig Projekte in der Türkei. Und so will sie es ja auch weiterhin tun. Es gibt jährlich 630 Millionen Euro an die Türkei an EU-Heranführungshilfen, nennt sich das Vorbeitrittshilfen. Knapp 4,8 Milliarden wurden bezahlt zwischen 2007 und 2013 an Vorbeitrittshilfen. Und für den Zeitraum 2014 bis 2020 sind weitere 4,5 Milliarden bereitgestellt worden. Und
1,5 Milliarden von diesen Geldern sind zwischen, also von diesen 2014 bis 2020, sind für den Ausbau des Rechtsstaats und die Sicherung der Menschenrechte eingeplant. Also, ich finde, da könnte man das Geld auch gleich verbrennen, anstatt jetzt der Türkei für irgendwie Rechtsstaatlichkeit oder sowas Geld zu bezahlen. Und es ist auch nicht so, wie in der Öffentlichkeit dargestellt wird, dass irgendwelche Zivilgesellschaft finanziert werden mit diesen Geldern. Das ist wirklich Lug und Betrug. Es werden Privatkonzerne damit bezahlt. Private Unternehmen werden bezahlt. Ich habe das etwas detaillierter im Buch beschrieben, was da alles finanziert wird von diesen EU-Heranführungshilfen. Aber es ist nicht die Rechtsanwaltsorganisation, wo Tahir Elçi der Vorsitzende war und erschossen wurde in Diyarbakır, oder irgendwelche kritischen juristischen Vereinigungen oder Journalistenvereinigungen. Es sind wirklich private Konzerne, die mit diesen EU-Geldern aufgepäppelt werden und dieser Kapitalexport eben in diese Richtung stattfindet. Und um diese profitablen Anlagemöglichkeiten zu erhalten, drängt eben das deutsche Kapital zu einer willfährigen Haltung gegenüber der Erpressungspolitik Erdogans. Oftmals wird ja auch in der Linken immer diskutiert, ja, wer erpresst denn wen hier, die Türkei erpresst Deutschland oder andersherum. Es ist beides. Es ist beides. Sowohl gibt es im Alltagsgeschäft diese Erpressungsmechanismen, da, wo Erdogan sagt, sonst lasse ich die Flüchtlinge los. Und es sind auch andere Mechanismen, die da eine Rolle spielen. Und wenn die Bundesregierung einen Kotau nach dem anderen, einen Kniefall nach dem anderen macht, nicht, weil sie irgendwie ein ökonomischer Zwerg ist im Vergleich zur Türkei. Das ist ja genau das andersrum. Es geht darum, dass sie viel besser die Kapitalinteressen deutscher Unternehmen dort umsetzen wollen. Deshalb macht die Bundesregierung einen Kniefall nach dem anderen. Und man kann das auch zum Beispiel in der Außenpolitik sehen. In der Außenpolitik, die aggressive Außenpolitik der türkischen Regierung beispielsweise, die natürlich auch diese innerimperialistische Konkurrenz mit den USA, zwischen USA und Deutschland in der Türkei auch nochmal dort deutlich macht. Und ich muss sagen, Deutschland hat hier tatsächlich wirklich die Oberhand, laut meinem Bewusstsein. Aber für diese deutsche Kapital wird zum Beispiel diese Machtprojektion eben in Syrien und auch im Irak immer dichter. Und selbst bei Ländern wie zum Beispiel eben Libanon und Jordanien soll Deutschland jetzt in entstandene Lücken mit hineingehen, etwa durch den Ausfall vor allen Dingen der Zahlung saudischer Gelder für Libanon oder auch eben andere Regionen. Mein dritter letzter Punkt ist, welche Folgen hat das hier konkret? Zu diesen konkreten Folgen, die es gibt, ist natürlich eine Entwicklung Richtung islamistischer Unterdrückungsstaat in der Türkei, weil natürlich auch ein Regime gestärkt wird durch eine ökonomische und auch eine militärische, geheimdienstliche, polizeiliche Kooperation. Die andere Folge ist, dass es einen Flächenbrand aufgrund der eigenständigen imperialen Interessen auch des türkischen Präsidenten auch nochmal dort ein Flächenbrand entstehen kann und auch teilweise schon entsteht. Das dritte ist, dass Deutschland sich zu einem Exilland entwickelt, aufgrund der Entwicklungen in der Türkei. Wir haben die vorliegenden Zahlen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für dieses Jahr. Wir haben eine Entwicklung bei Flüchtlingen türkischer Staatsangehörige nach Deutschland von Januar bis Oktober 2016 von 4.437. Im Vorjahr 2015 waren es 1.767. Das heißt, rechnet man die Zuwachsraten da bis Jahresende sozusagen hinzu, dann kann man von einer Verdreifachung, jetzt schon von einer Verdreifachung der Zahlen der Flüchtlinge von türkischen Staatsangehörigen sozusagen hier in Deutschland sprechen. Und das andere ist, eine andere Folge kommt noch hinzu. Die andere Folge ist, dass hier auch für die Sicherheit eine Gefahr besteht. Für die Sicherheit eine Gefahr besteht, weil durch die enge Partnerschaft zwischen der Bundesregierung und der türkischen Regierung können beispielsweise auch Geheimdienste hier unbehelligt sich bewegen.
Es gibt Presseberichte von bis zu 6000 Agenten der türkischen Regierung und 6000 Agenten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland. Und jetzt vielleicht haben die einen oder anderen das mitbekommen, dass sogar Killerkommandos hier unterwegs sind mit einem klaren Auftrag, andersdenkende kurdische Aktivisten, kurdische Politiker hier zu liquidieren. Und ich sage nicht, dass das sehr unglaubwürdig ist, ganz im Gegenteil. Wir haben die Beispiele der drei kurdischen Aktivistinnen in Paris gesehen, was dann ja im Nachhinein rausgekommen ist, dass es der türkische Geheimdienst war. Und insofern glaube ich, ist es auch eine Sicherheitsfrage in Deutschland, eine Gefahr für Andersdenkende und auch für Oppositionelle hier in Deutschland. Und auch deshalb muss diese Partnerschaft natürlich gebrochen werden. Und das heißt natürlich hier, wer Solidarität mit den Verfolgten in der Türkei vor allen Dingen und auch mit den Kurden ausüben möchte, der muss meiner Meinung nach Sand ins Getriebe des deutschen Imperialismus streuen. Vielen Dank.